Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Let's Play zu einem Spiel, das für mich komplett blind sein wird, denn Wolfenstein 2, The New Colossus, habe ich noch nicht durchgespielt, Leute. Habe ich noch gar nicht gezockt, habe ich mir extra aufgehoben, um es mit euch gemeinsam blind durchzuspielen. Es hat jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber mir hat der Vorgänger schon richtig viel Spaß gemacht. Und da dachte ich mir, komm, das holst du dir. Das gibt es ja auch gerade für ein Appel und ein Ei. Ich habe es mir jetzt auf GOG nochmal geholt. Ich habe es auch für die PlayStation 4. Ich habe mir auch die Zusatzepisoden geholt, denn es hat herausragendste Wertungen bekommen. Das kann ich auch nachvollziehen. Denn wenn es nur ansatzweise so gut ist wie der Vorgänger, dann erwarte ich hier einfach nur ein explosives Super-Action-Spektakel der allerhöchsten Güte. Ich bin vor allem gespannt, wie es nach The New Order weitergeht. Denn wir haben ja nach The New Order The Old Blood gespielt und das ist die Vorgeschichte von The New Order. Sprich, nach The New Order wissen wir gar nicht, wie es weitergeht. Ne? So, und das wird sich hoffentlich jetzt gleich in wenigen Sekunden ergeben, denn die Nazis sind noch nicht besiegt, ganz im Gegenteil. Die haben sich komplett breit gemacht über der ganzen Welt. Was ja logisch ist, denn das letzte Mal waren sie ja sogar schon auf dem Mond. Das erwarte ich ja sowieso und das ist vielleicht jetzt noch crazier wird die Story. Okay, Leute, wir starten ein neues Spiel. Ich habe es wirklich gerade erst gekauft. Ich habe überlegt, ich habe ja auch gesagt, wir spielen es eigentlich auf der PlayStation 4. Da habe ich mir gedacht, ach komm. Ich habe die Zusatzepisoden nicht auf der PlayStation 4, kosten die schon relativ viel. Da habe ich bei GOG geguckt und habe ich es für 9 Euro, darf ich gar nicht sagen, das komplette Spiel plus die Zusatzepisoden gefunden. Da dachte ich mir, ey, das kannst du gar nicht, das geht nicht, das brauche ich unbedingt. So, aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, dass ich es physisch im Regal stehen habe. So, neues Spiel. Es gibt auf jeden Fall mehr Schwierigkeitsgrade. Darf ich spielen, Papi? Niedrig. Er hätte sogar eine Narbe hier, ne? Das ist wahrscheinlich von The New Order übrig geblieben. Darf ich spielen? Tu mir nicht weh. Lass sie nur kommen. Alles oder nichts. Nennt mich Terror Billy. Der leibhaftige Tod. Ja, also, wir machen es so wie beim letzten Mal. Wir nehmen Nennt mich Terror Billy. Also eins unter extrem schwer, denn ich finde in Let's Play, da will man ja auch ein bisschen reden. Das heißt, diese 0,2% Hirnschmalz, die übrig bleiben, die nehme ich zum Reden und die werden bei der leibhaftige Tod weg. Deswegen, also Leute, wir spielen, weißt du nochmal? Wolfenstein 2, The New Colossus, Nennt mich Terror Billy. So, ich hoffe, es wird ein geiles Spiel. Ich freue mich drauf, mit euch zusammen das durchzuballern. Let's fucking go. Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Hey, Hündchen! Halt! Private Wyatt, guter Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Also General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Das ist er, oder? Das ist Totenkopf! Helfen Sie bei der Entscheidung. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber wahre Grausamkeit. Bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir kommen hier raus, verdammt nochmal! Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Und ich sehe jemanden. Sie heißt Anya. Kümmert sich gut um mich. 1960. Die USA kapitulierten vor 12 Jahren, nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Ich bin Oberstleutnant Engel. Sehr schöne und vollkommene Züge. Die Widerstandskämpfer, wo sind sie? BJ Blazkowicz. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheiß Leben nennen kann. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Seth Roth, laut offiziellem Register wurde er festgenommen und in das Lager Cello gebracht. Sie sind Seth Roth? Ich bin mir nicht sicher. Was wissen Sie über Seth Roth? Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Regime-Technologie. Ich werde sie retten. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz. Pass auf da draußen. Niemand verlässt mein Lager!
Max halt! Oh, ich mag dich auch, Max. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Die Dati Shoot sind eine uralte mystische Gruppierung. Wir erfinden Dinge. Die Technologie der Dati Shoot ist allem, was sie jemals gesehen haben, um viele Jahrhunderte voraus. Willkommen zurück in Berlin, Blaskovic. Ihre alte Freundin Frau Engel befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Hey, Captain! Sie haben die Hammerfaust entführt! Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes! Dringen so schnell es geht in die Basis ein! Fegen Sie Totenkopf vom Erdboden. Totenkopf hätte den Mann schon längst töten sollen. Ich erledige sie im Stehen. Captain, wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Feuer frei. Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so weh getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Anja, was ist? Da ist er. Caroline, hier lang. William. Oh, du Dummerchen. Hast du gedacht, wir lassen dich hier zurück? Scheiße, da sind seine Eingeweide. Sie drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Los, jetzt anheben. Mein Segen. Vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Umgeben von Freunden, die mich lieben. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Und warte, wir sind raus! Feuer! Ja, Madam! Er verblutet! Schneller! Maxes! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht! Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Komm, warte, eine Tage in die Hangarbucht. Sind in anderthalb Minuten. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Scheiße, sind draußen bestimmt über 35 Grad. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde. Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte. Bleiben Sie bei uns, Blaskovic. Kämpfen Sie. Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder, wir brauchen einen Blutspender. Schnell. Leute, wir brauchen dringend Blut. Hört ihr? Alle zur Krankenstation. Na los, beeilt euch. Ja. Ich brauche Licht. Bleib da, still jetzt, er kommt.
Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg! Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen. Aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Versteckst dich im Schrank. Dein Anblick macht mich krank. Immer her damit, du kleiner Fett. Mehr hast du nicht drauf? Du bist so verdammt schwach. Die Hacken auf dir rum. Zerbrechen. Lassen dich Dreck fressen. Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeig dir, wie man es nehmen kann. Ruhig atmen, Blaskowitsch. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche Sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Und fühlst du die Tritte? Bessie! Happy! Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselt so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden, die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz und Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schrägen begradigen. Es liegt an dir. Finger an den Abzug. Genau so. Und jetzt schieß. Schieß! Jetzt muss ich mich mal einklinken. Das sind ja sehr ernsthafte Themen. Somit, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Direkt am Anfang. Also ich werde natürlich nicht den Hund erschießen. Kümmerling. Aber werde ich jetzt... Dumm wie Bohnenstroh bist du auch noch. Aber wenn ich da hinschieße, treffe ich den Hund nicht. So schwach wie deine Mutter.
denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Wer ist das? Bin das ich? Bin das ich? Die Alten und Schwachen sind verdammt. Ich mach dich kalt! Alter, was ist das für ein Anfang? Was ist das für ein Anfang? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Wir fangen natürlich erstmal wunderschön im Rollstuhl an. Hat unser Vater jetzt echt diesen Hund erschossen? Das ist immer noch so ein bisschen das prägende Ereignis, was ich gerade so im Kopf habe. Ey. Ey. Okay, geh. Oh, Sie sind's. Nehmen Sie das. Die suchen nach Ihnen. Okay. Es geht da weiter, wo es einst endete. Okay. Ist das geil. Wir starten im Rollstuhl und wir können genauso straven. Wie kann man in einem Rollstuhl straven? Das geht... Ah, doch. Also dafür, dass er schon wieder halb tot war. Es ist einfach krass. Dieser Typ ist ein Überlebenskünstler. Ich meine, ganz ehrlich. Der kann auf dem Himalaya irgendwie... untergehen. Das ist ihm völlig egal. Das ist völlig egal. Der überlebt einfach alles. Ihr kriegt's nicht zurück, Wichser. Okay, es geht. Okay. Wie. Ey, ich bin perplex. Das ist ja so der Hammer. Und erstmal die Grafik. Wir starten im Rollstuhl. Und auch die tiefgründige Geschichte am Anfang. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich sterbe gerade. Okay, warte mal, ich kann die doppelt nehmen, oder? Nee, es geht noch nicht. Es ist einfach... Okay, und blutig ist es auch noch. Sehr geil. Ey, ich freue mich so dermaßen auf das Spiel. Das wird richtig fett. So, aber auch wie im ersten Teil. Wir setzen wieder 15 Helme auf. Ah, meine Energie tickert runter. Also ich bin in irgendeiner Form dann doch noch gut gehandicapt. Ich habe ganz kurz überlegt und dachte mir, ah, naja. Von der Grafik, das wird mein PC nicht schaffen. Oh, guck mal hier, ich kann wieder was nehmen. Aber das ist ja so genial. Guck dich das mal an. Das ist alles auf Extrem High, habe ich nochmal extra gemacht. Also, war ursprünglich schon auf Extrem High. Aber das sieht ja sowas von gut aus. Ich bin so gespannt. Haltet euch an, ja. Und das Geile ist, Leute, dass das Allergeilste ist, dass gestern habe ich YouTube-Videos gesehen, so die News von GameStar und alles, dass ein neues Wolfenstein, hier komme ich nicht hoch, natürlich, wir brauchen den Behindertenaufzug, zack. Wie ist das krass, dass das neue Wolfenstein 3 in der Mache ist. Das heißt, die ersten Ankündigungen jetzt, vielleicht, wenn ihr das Let's Play mit mir zusammen erlebt habt, beziehungsweise ihr es erlebt habt, oh, hier kann ich auch nicht durchschießen, ne? Oh, Umgebungskill, was hab ich denn damit? Ich war das nicht. Dann kommt vielleicht schon bald der dritte Teil raus. Wie geil ist das, oder? Ich meine, wir haben jetzt diesen Teil mit den Zusatzepisoden. Ich wollte die unbedingt haben. Das brauchte ich unbedingt. Und. Ja. Oh ja. Bewegen Sie sich erst, wenn ich sage, dass es in Ordnung ist. Also, lassen Sie nicht mal einen fahren. Die Mikrowellen machen Brei aus Ihnen und das wollen Sie doch nicht. Oder etwa doch? Ich bin Brei. Okay, jetzt! Warte, halt! Der Boden ist nass, das heißt, das System funktioniert. Alter, wie geil, Leute, ich freue mich so. Schnell, 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 schnell. Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger Anja, schön, dass Sie herumlaufen. Wo ist sie?
Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Keine Dingen. Keine Zeit dafür. Sagen Sie mir... Frau Engel, sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse, ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn's geht. Los geht's.